Und welcome back zur nächsten Episode von The Elder Scrolls Online. Wir machen hier weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir bekämpfen weiterhin die Loras-Seuche wegen den Leitgeborenen. Die haben sich mittlerweile auch zu Seuchenwandlern verwandelt, also zu Zombies. So, gehen wir mal ins Loch hier rein. Vor allem das Erz mit, wisst ihr Bescheid, ne? Erz muss sein. So, wieder hoch. Zum Gruße. Zum Gruße, genau. Das Apothekarium. Ah, was ist das für ein Hübscher? Hier gibt es auch, glaube ich, als Begleiter die Viecher hier. Juhu, spinnt da. Kann man hier rocken? Nee. Der Sack ist leer. Der ist auch leer. Bleibt wachsam. Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Jojo, ich weiß. Wie groß ist denn das? Seht überall nach. Alle Beweise, die wir finden, könnten uns zum Heilmittel führen. Schucke. So, da haben wir doch schon. Was habt ihr gefunden? Alchemie-Rezepturen. Ja und, sprich zu mir, mein Freund. Das ist das Rezept für die Loras-Seuche. Wir haben es geschafft. Oh. Warte, was geht hier vor sich? Das ging flott. Die haben ja gesagt, sobald es mit der Haut in Berührung kommt, verwandelt man sich sofort. Ich habe davon noch nichts gespürt, der Hauptmann auch nicht. Ich bin anscheinend immun dagegen. Tötet mehr den Triedel. Versuchen wir eine stärkere Version. Nicht! Ach komm, Tyrell auch tot. Hört auf. Ihr glaubtet doch wohl nicht, dass es so leicht werden würde, oder? Ja, komm her, du Lutsche. Ich werde meine Experimente mit eurem Körper fortführen. Naja. Nee, nee, steh nicht auf SM. Ich jetzt hier wieder. Muss ich mich mit WASD hier befreien? Ey, was ist los? Nehmen wir mal einen Heiltrank. Vorsichtshalber. Ich mach's kaputt. So. Der Hauptverursacher ist hinüber. Sucht einen Hallo-Offizier. Alle drauf gegangen. Scheiße, Mann. Verliese lassen sich immer durch eine Fackel erkennen. Sagte es euch doch, Varon. Unser Champion überlebt alles. Natürlich, aber eure Kollegen nicht. Was ist da drin geschehen? Wo ist Tyrell? Er ist tot, oder? Wir haben den Schöpfer der Seuche getötet, aber Tyrell fiel in der Schlacht. Dann starb er tapfer. Habt ihr da drin irgendetwas erfahren, das uns helfen könnte? Das Labor des Alchemisten ist in den Ruinen. Seine sämtlichen Notizen zu der Seuche sind dort drin. Gelobt sei Vivek. Mit den Notizen können wir endlich ein Heilmittel herstellen. Die Leitgeborenen sind ihrer eigenen Seuche zum Opfer gefallen. Die Händler kehren bereits in ihr Lager zurück. Was ist mit den Seuchenwolken? Der Inhalt der Kisten war extrem stark, aber auch sehr kurzlebig. Er verflog ebenso rasch wieder, wie er aufwallte. Und wir haben keine weiteren Krankheitsfälle gesehen. Aber wenn dies Gramfeste erreicht hätte... Ja, hätte... Aber das war nicht der Fall. Aber wir dürfen in unserer Verteidigung nicht nachlassen.
Das war nur ein Teil des Plans der Leitgeborenen. Aber fürs Erste ist die Schlucht und Gramfeste sicher. Wir haben die Seuche besiegt und mein Inventar ist voll. Ich muss das unbedingt wieder erweitern, da ich ja jetzt ein Pferd habe. Muss ich mir das nicht kaufen für 10.000 Gold, also wird meine nächste Investition mehrere Inventarplätze sein, auf jeden Fall. Das kotzt mich schon ziemlich an. Jedes Mal mein Rucksack voll. Also das wird auch, wenn ich wieder neue Inventarplätze habe, das wird sowieso wieder voll. Was machen wir weg? Den Scheiß Magika brauchen wir nicht. Vielen Dank, dass ihr uns aber wir dürfen in unserer Verteidigung Quest abschließen. Da es jetzt eine höhere Questreihe war, kann man sagen, krieg ich auch einen Fertigkeitspunkt. Den tun wir jetzt. Schauen wir doch mal. Verteilen hier. Tagebuch, Fertigkeiten. Wie viel haben wir denn? 2 Stück. Handwerk, Schmiedekunst. Errungenschaft freigeschaltet. Seuchender. Schade. Das war echt eine coole Storyline. Oh. Härtekenntnis. Erhöht eure Chance, Gegenstände mit Härten zu verbessern. Das hört sich cool an. Das nehmen wir. Einmal das. Schmiedehandwerk. Erlaubt es euch, Stahlwaren zu verarbeiten. Das tun wir jetzt. Upgraden. Erlaubt es euch, euer Woll. Eure Schalkostbaren zu verarbeiten. Wunderbar. So. Perfekt. Tja, das war die Loddersseuche. Die haben wir in die Flucht geschlagen. Hier nur noch Tode. Jetzt tue ich mich mal kurz umgucken, ob es immer noch Zombies gibt. Nee, anscheinend nicht. Das tut mich doch jetzt doch stark interessieren. Hier brennt alles. Ja, die haben alles angezündet, alles was mit der Seuche zu tun hatte wahrscheinlich. Ich hab's geschafft. Spinde Held vom Erdbeerfeld. Ja. Das hat sich alles jetzt hier verändert. Keine Zombies mehr, schade. Aber die Leitgeborenen sind noch längst nicht geschlagen, haben sie ja gesagt. Das war nur ein Teil ihres Plans. Daran werde ich eine Weile zu tun haben. Ich denke mal, die Leitgeborenen werden wieder auftauchen im Laufe des Geschehens. Was haben wir denn noch? Wir gehen jetzt mal in die Stadt. Und das tue ich mir mal gönnen, hier die 92 Gold. Oder bin ich so geizig? Ich bin geizig. Ich habe jetzt ein Pferd. Da reiten wir mal geschwind zu einem Tempel, der uns teleportieren kann. Entschuldigung. Es juckt im Hals. Ich habe auch die Seuche. Pferd hat übrigens auch Ausdauer. Renn, Pferd, renn. So. Einmal benutzen. Und ab in die Stadt. Ist hier drüben. Ich wünschte, ich könnte fortgehen und arbeiten. Besser gesagt, alles ist hier. Wo ist sie dann? Da ist sie doch. Feineisenerz veredeln. Inventar ist voll. Ich muss was verticken. Was? Was hast du dann? Den Kack weg. Den Kack weg. Was können wir noch verhökern?
Machen wir auch weg. Alles, was nicht grün ist. Erstmal reparieren alles. Das ist auch weg. So, sollte erstmal reichen. Hinzufügen, veredeln. Veredeln. Ein Granat. Verwerten. Stahlaxt. Nix bekommen. So. Ein Feuerstein. Juhu. Hätte ich auch verkaufen können. Analysieren. Haben wir irgendwas? Nein, haben wir nichts. Eurer Schalbach. Ab Stufe 26. Das dauert noch etwas. Schließen. Jetzt gehen wir hier hin. Schneidertisch. Flachsfasern. Zufügen. Veredeln. Saun und Flachs. Verwerten. Wird alles verwertet. Sardonyx erhalten. Obsidian. Analysieren. Jim, Jim, Jim. Nix. Herstellen. Unterstück. Bin ich nicht besonders gut beim Schneidern. Der Schreiner ist übrigens draußen. Oder? Ja, der wird ausgegrenzt. Da hat sie nur so eine Baracke. Eiche verarbeiten. Herstellen. Verwerten. Einmal verwerten. Sternmetall. So, den Rest, was wir jetzt haben an Rüstung, tun wir verticken. Dratus hat jedem, der es hören wollte, davon erzählt, wie ihr diesen Spion enttarnt habt. Stahlschutz, schulternde Ausdauer. Kann man das nicht analysieren? Geht das echt nicht? Sollte doch eigentlich gehen. Ja, geht. Da. So. Das hab ich aber schon analysiert. Schütte. Haben wir auch schon alles für die Rüstung. Gegenstand nimmt seltener Schaden, verstärkt, erhöht die Rüstungsschade des Gegenstandes. Also immer schön dran denken zu analysieren, gibt Erfahrungspunkte und man kann dann halt verschiedene Sachen in die Rüstung beim Herstellen einsetzen. So, der Rest wird verkauft hier. Was? Habt ihr noch Ruhe. Ich möchte nur Sachen verkaufen. 80 Gold, das ist gut. Haben wir noch irgendwas? Ja, hier unten haufenweise. Alles weg damit. Müsste ich mal zur Bank mal alles ablegen, hier meine ganzen Diamanten und sowas. Die Eiche, Buche und so weiter und so fort. So. Jo. Was machen wir dann? Wir machen nichts mehr. Ich mache hier einen Cut. Diese Folge ist diesmal etwas kürzer. Dafür war die andere ziemlich lang. Ja. Die Seuche ist besiegt. Wir haben die Zombies in ihre Schranken gewiesen. Und die Leitgeborenen am Kopf kürzer gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, wie gesagt, lasst einen Daumen oben da. Wenn nicht, Daumen runter. Wenn es euch nicht gefallen hat, kommentieren, abonnieren, immer gerne gesehen. Und würde mich sehr freuen. So viel von mir von Zafirus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.